Puzzle Adventure Minute segnen wir durch einen Fluch alle 60 Sekunden das Zeitliche und erwachen wieder in unserer Wohnung. Natürlich wollen wir diesen Fluch loswerden und machen uns auf die Suche nach der Heilung. Dabei lösen wir im Minutentakt kleine Rätsel und Aufgaben, bevor wir ableben und uns mit etwas mehr Erfahrung erneut auf den Weg machen. Minute leidet dabei stark unter diesem Zeitlimit. So muss jeder Aspekt des Spiels zurückstecken und im 60-Sekunden-Limit stattfinden können. Die Grafik ist extrem simpel und unaufregend. Der eigentlich großartige Chiptune-Soundtrack wiederholt sich viel zu schnell, die Rätsel sind zu leicht und die Geschichte bietet keinerlei Tiefgang. Zwar nutzt dieses Spiel diesen Zeitdruck auch für einige einzigartige Mechaniken, scheitert in den meisten Situationen aber daran, einen wirklichen Mehrwert mit Hilfe der tickenden Uhr zu erzeugen. Erzwungene Wiederholungen und ständiges Backtracking sorgen dabei außerdem für zusätzlichen Stress und Frustration.